Willkommen zurück zu Let's Play Kaijas, das achte Weltwunder. Wir haben das letzte Mal hier richtig schön verschissen, auf gut Deutsch gesagt. Und ja, ich habe ja gesagt, ich werde die Siedlung ein bisschen aufbauen, sodass wir keine Nahrungsprobleme mehr haben werden, zumindest für den Anfang. Und naja, ich habe halt schon ein bisschen angefangen hier. 4 Bäcker, jeweils mit Träger, das reicht, wir werden erstmal nicht verhungern. Viel mehr habe ich jetzt auch nicht gemacht, also Töpferei oder Steinmetzhütte habe ich noch nicht weiter bearbeitet. Und ansonsten habe ich jetzt hier auch nicht viel gemacht. Al-Rababa hat hier ein paar Mal angegriffen. Zweimal noch in der Zeit, als ich hier gebaut habe, aber das ist ja nicht so schlimm. Oh, du findest keinen Bruchstein mehr? Das ist schlecht. Dann gehen wir weiter nach da oben. Hier ist doch ein Hund. Hm. Ja. Aber ansonsten, ich habe ein wenig ausgewertet, was einige von euch in die Kommentare geschrieben haben, wie es im Bereich hier weitergehen soll, also kämpfen oder friedlich handeln. Insgesamt, oh, was wollen die denn hier? Insgesamt haben sich einige, auch per PN, dafür entschieden, dass es friedlich sein soll, aber andere haben auch gesagt, dass es kämpferisch sein soll, im Verhältnis von ungefähr 2 zu 1, Pi mal Daumen gesagt. Was bedeuten wird, wir werden zu diesen hier, also zu diesen Handelsposten, auf jeden Fall freundlich sein. Und auch wenn es verdammt schwer wird, wir werden Al-Rababa auslöschen. Habe ich so entschieden, weil die sind nervig. Gott, das wird ein Höllentrip, da überhaupt zu landen. Naja. Gut, was ich mit denen hier mache, weiß ich noch nicht. Vielleicht werde ich sie verschonen, vielleicht auch vernichten. Das werde ich dann einfach on the fly zufällig entscheiden. Oh, ich könnte die Geschwindigkeit mal ein bisschen hochdrehen. Und ansonsten kann ich mal die Steinmetzhütte ausbauen. Ja. Nur das war echt ein bisschen dumm. Ich habe jetzt übrigens auch herausgefunden, warum das nicht funktioniert hat. Das mit der Nahrungsproduktion beim letzten Mal. Es war nämlich genau das, was ich vermutet habe. Es war nämlich, weil der Brunnen war beschädigt. Und wenn der Brunnen auch nur 1% beschädigt ist, dann hat er nur noch das eine Wasser drin, was er drin hat. Und danach gibt er kein Wasser mehr aus. Und ohne Wasser können die Leute nicht backen. War ein dummer Fehler von mir. Ich habe das bis jetzt auch noch nie erlebt. Ist das erste Mal, dass mir so etwas passiert ist. Aber gut. Nochmal passiert es mir definitiv nicht. Ich habe jetzt hier genug Brot, genug Wasser. Der Bienenstock wird dann erbaut. Dann werde ich alle Bäckereien zur Stufe 2 machen. Und dann habe ich hier 8 Bäcker. Und ich denke, das wird erstmal reichen für so ungefähr eine Bevölkerung von um die 100 Wikinger. Das reicht dann erstmal. Vielleicht werde ich danach nochmal so eine Quattro-Bäckerei-Station bauen, sage ich jetzt mal. Werden wir ja mal sehen. Oder werden erstmal neue Kinder geboren? Das ist gut. Ich stelle hier gleich mal ein, dass sie ein paar mehr bringen sollen. Nebenbei, ich habe bemerkt, ach nö. Ich habe das letzte Mal, als ich hier gespielt habe, als ich hier alles aufgebaut habe, vor einiger Zeit, habe ich hier alle Frauen eigentlich hier hingeschickt, die unverheiratet sind. Aber irgendwie sind die wieder in alle Himmelsrichtungen weggelaufen. Also von daher. Grundsätzlich werde ich jetzt erstmal jeden Bäcker heiraten lassen. Okay, er ist schon verheiratet, das ist gut. Und wir werden ein Wohnhaus der Stufe 5, obwohl, lass mich mal kurz rechnen, 2 Stufe 4 Wohnhäuser wären eigentlich besser. Gucken wir mal. Dachziegel. Dachziegel müssten wir eigentlich haben, sollte also kein Problem sein. So, 1 und 2. Das ist dann für die Bäcker alleine, für die Bäcker mit ihren Frauen. So, du kannst auch mal heiraten. Du bist schon verheiratet. Nicht der Bauarbeiter. Okay. So, du kommst in das Haus. Du kommst in das Haus. Und du auch. Erstmal heiraten, Mann. Wäre ein bisschen dumm, wenn er nicht heiraten würde. Das verringert meine Kinderproduktion erheblich.
Der Töpfer hat alles produziert, was er produzieren sollte. Das ist doch schon mal gut. Oh. Schnell umstellen. Mal wieder dieser typische Fehler, dass sie immer anfangen, das Erste, was es gibt in der Leiste zu produzieren, wenn man das Haus gerade frisch aufgebaut hat. So. Hier, der Farmer wird zum Bäcker. Und der kann... der Farmer wird zum Bäcker. Das wäre ja schön, wenn es so schnell gehen würde. Nee, der Farmer wird zum Müller und der Müller zum Bäcker. Ich habe noch keine Schule errichtet. Das werde ich demnächst mal machen. Aber erstmal baue ich das Haus hier fertig. Und der Bienenstock ist auch schon mal durch. Das ist doch schon mal gut. Aber erstmal soll das Wohnhaus der Stufe 4... Schöne Musik nebenbei. Generell, ich kann es gar nicht oft genug erwähnen, der Soundtrack von diesem Spiel ist einfach wundervoll. Könnte man sich den ganzen Tag anhören. So. Gucken wir mal, Zivilisten haben wir einen einzigen momentan. Den machen wir gleich mal zum Bauarbeiter, damit es ein bisschen schneller geht. Und was mache ich mit dem Wohnhaus hier oben? Ich weiß nicht. Mal schauen. Okay, der Jäger findet keine Beute mehr. Das ist ein bisschen doof. Hier unten ist aber noch Beute. Von daher schicke ich ihm mal einfach eiskalt nach da unten. Hier unten haben wir auch jede Menge Lehm. Falls uns also der Lehm ausgeht, Lehm und Stein haben wir unten genug. Oh, da ist eine Truhe. Schicken wir gleich mal Hachi hin. Und schauen mal, was er so findet. Ja gut, ihr seht, Brot und Wasser... Haben wir überhaupt kein Problem. Haben wir mehr als genug. Das Haus ist dann auch bald fertig. Und dann kann ich langsam anfangen, nach und nach die Bäckereien aufzurüsten. Ich werde das aber auch nicht zu schnell machen, weil ich habe es das letzte Mal versucht, zu schnell zu machen. Und da sind wir alle verhungert. Um ein Haar verhungert, um genau zu sein. Naja. Was bist du? Ein Träger? Auf dem Schiff? Ach, ich habe hier noch Träger drin. Ja, das ist sehr praktisch. Das ist echt praktisch. Dann sage ich einfach mal, geh mal aus dem Schiff raus. So, du arbeitest jetzt mal am Wachturm. Da kann er nämlich die ganzen Schwerter und was hier alles rumliegt, mal mitnehmen. Und du... Du wirst mal in der Mühle ein bisschen mithelfen. Er wird jetzt nämlich, das Tolle ist, er wird jetzt das ganze Mehl, was hier überschüssig rumliegt, dann direkt zu den Bäckereien bringen. Und das macht das Ganze noch angenehmer. Naja. Das Haus ist jetzt auch bald fertig. Aber diesmal werde ich regelmäßig speichern, damit sowas nicht nochmal passiert. Er sammelt hier fleißig die Waffen ein. Aber ansonsten sieht hier echt alles super aus. Ich werde definitiv jetzt noch wohnen. Nee, nicht wohnen. Wo war das denn nochmal? Mir fällt es wieder ein, wenn ich das Bild sehe. Nein! Erdbeben. Ja, ihr seht jetzt, hier ist noch einer drin und wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann ist gleich kein Wasser mehr da. Falsche Taste. Beruf Bauarbeiter. Baustelle zuweisen, baut so schnell wie möglich den Brunnen wieder heile. Weil ihr seht, jetzt hat einer ein Wasser rausgeholt, der hier nämlich. Entweder der Bäcker oder der Träger. Und jetzt ist da kein Wasser mehr drin. Und das ist natürlich das Schlimmste, das ist der Super-GAU. Geht, glaube ich, auch für den Bienenstock. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber Bäckereien funktionieren trotzdem noch weiter. Aber erstmal muss so schnell wie möglich der Brunnen fertig werden. Al-Rababa greift am Strand an. Oh Gott. Na gut. Die spawnen zum Glück so viele Soldaten nach. Da macht das dann nichts. Im schlimmsten Fall, Al-Rababa kann... Al-Rababa kann nicht sterben. Das wäre schade. Die Stadt hier kann sowieso eigentlich mehr oder weniger nicht sterben. Weil ich weiß nicht, ich glaube, das ist von der KI auch so vorgesehen, dass das nicht geht. Hier sind ganz viele Häschen und Kühe. Ach, ist das schön. So idyllisch.
So, der Brunnen funktioniert wieder und alle holen sich wieder Wasser. Aber wir müssen definitiv den ein oder anderen Bauarbeiter hier haben. Weil es sonst echt ein bisschen unschön enden könnte. So, dann machen wir gleich mal, holen wir uns gleich unsere vier Bauarbeiter und die bauen mal alle so schnell wie möglich erstmal das Wohnhaus zu Ende. Ich weiß, brennende Bäckereien sind in der Regel eigentlich ein Zeichen, dass man sich erstmal darum kümmern sollte, aber wir haben Wasser im Moment und die können auch backen. Ich meine, guck doch mal, wenn es so heiß ist, dann wird das Brot schneller fertig, ist doch alles gut. Aber ansonsten sieht ja eigentlich ganz gut aus. Unser Holzabbauer hat auch kein Holz bald mehr, wenn das so weitergeht. Und da unten das Eisen. Sehr schön. Das werden wir wahrscheinlich nie brauchen, aber... Was müssen wir... Oh, falsche Taste. Zahle den Tribut, glaube ich, oder? Erreiche das Mausoleum. Ja gut, das ist dir das Hauptziel. So, was will denn... 10 Gold, 10 Eisen. Okay. Werden wir also hier unten ein bisschen abfarmen müssen. Ist nicht so schwer. 10 Gold und 10 Eisen. Hachi? Warum öffnest du die Truhe nicht? Wachturm 2 sitzen. Das ist doch schon mal gut. So, du gehst mal ein Stück zurück. Das Haus ist gleich fertig. Und wenn wir schon dabei sind, ach, ist noch eingestellt, ist mein Tipp, immer hier auf den Assistenten gehen, kann man hier einfach einstellen, Anzeige gewünscht der Jungen und dann werden die Jungs sofort produziert. Ist sehr angenehm, anstatt dass man halt sich immer, wie ich früher es gemacht habe, immer auf die Schnelltasten legt. Hier auf 1 liegt immer noch die eine Frau. Und jetzt müssen wir dann erstmal ein paar Männer rauswerfen. Ja, erstmal.